Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video spielen wir Portal 2. Ich weiß, in letzter Zeit kommt sehr viel Portal Stuff auf meinem Kanal. Aber ich muss auch einfach sagen, mir machen die Portal Games übel Spaß und ja, ich will sie alle mit euch zusammen durchspielen. Und ich würde sagen, wir beginnen ein neues Spiel. Und ja, ich sag gar nicht mehr, sondern wir beginnen. Guten Morgen, Ihr Hyperschlaf dauerte 50 Tage. Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Apertures Fitness- und Wellness-Training absolvieren. Nee. Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie zur Decke. Ich bin. Gut, Sie hören jetzt einen Buzzer. Wenn Sie den Buzzer hören, sehen Sie auf den Boden. Nicht key. Gut, damit ist die Gymnastikübung des Fitness- und Wellness-Tests abgeschlossen. An der Wand befindet sich ein Gemälde. Stellen Sie sich bitte davor. Das ist Kunst. Sie hören jetzt einen Buzzer. Aha. Wenn Sie den Buzzer hören, bewundern Sie die Kunst. Sie sollten sich jetzt mental gestärkt fühlen. Sollte Sie die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend stimuliert haben, genießen Sie jetzt kurz etwas klassische Musik. Ja. Leider Copyright, deshalb ne, würde jetzt nichts. Aber eine andere Musik. Ja, und ich würde sagen, wir pennen, ne? Guten Morgen. Ihr Hyperschlaf dauerte... Morgen? Nein. Wie möchten Sie? Hallo? Jemand da drin? What the? Hallo? Ja, ah, du siehst furchtbar gut aus. Nein, wirklich, ganz Hi. Geht's dir gut? Nein, beantworte die Frage nicht. Ich bin sicher, dir geht's gut. Du hast genügend Zeit, dich zu erholen. Lass es ruhig angehen. Bereiten Sie sich auf die Notevakuierung vor. Bleib ruhig, ganz ruhig. Ja. Vorbereiten. Mehr sollen wir nicht machen. Nur vorbereiten. Alles wird gut. Nicht bewegen. Ich hole uns schon hier raus. Oh, du könntest dich aber irgendwo festhalten. Nur ein kleiner Tipp. Bist du dir sicher, dass es gut gehen wird? Stuhl. Come on, Stuhl. Rette mich. Alles klar mit dir da unten? Hörst du mich? Hallo? Ja, mir geht's gut. Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen. Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand. Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt. Bleib ganz ruhig. Ah, geil. Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei. Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens. Ah, yes. Verstehst du, was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Wenn ja, dann sag einfach ja. Nee. Okay, das war springen. Du bist gesprungen. Ist nicht schlimm. Sag mal Apfel. Apfel. Nee. Ich springe. Okay, das war nah genug. Oh Gott. Die Reaktoransicherungen sind nicht funktionstüchtig. Bereiten Sie sich auf die Kernschmelze. Was? Nein. Ich geh raus. Na schön, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme. Scheiße. Wie geht's dir da unten? Hältst du die Stellung? Ja, safe. Die Reserveenergie ist alle. Ah, sieht und mal. Darum weckt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf. Warte, das ist ganz schön knifflig. Da, seht ihr das? Sagt natürlich keiner was. Nein, warum auch? Dieser Block. Ja, unwichtig. Oh, shit. Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng. Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist da genug Platz für mich? Ja. Ich muss hier erstmal durchkommen. Really? Okay, ich muss mich konzentrieren. Ja, er heißt Weekly. Warte mal, wer schuld ist, wenn das Management hier runterkommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet? Hey. Ah, ein kleiner Zusammenstoß. Hör zu, wir müssen uns unbedingt...
Oh, wartet kurz. Ich muss ganz kurz gehen. Ich komme gleich zurück. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Musste No-Talk in die Schule. Aber ja, ich bin zurück. Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst. Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du, als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus. Claro? Nichts von wegen Tod und so. Okay, yo, wir sind fast da. Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke. Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen. Hier ist, glaube ich, eine Andockstation. Also, mach dich bereit. Mhm, da ist Sweetly. Gute Nachricht, das ist keine Andockstation. Das Rätsel wäre also gelöst. Ich versuche es jetzt manuell. Könnte kompliziert werden. Hab ein bisschen Geduld. Oh, shit. Fast geschafft. Oh, nochmal. Friends, eine Waffe, das sieht nicht gut aus. Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern... Na, du wirst es schon merken. Also, schön bei der Sache bleiben jetzt. Wow. Oh, Gott. Das hätten wir. Aber jetzt mal ehrlich, du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf. Aber, springen kannst du gut. Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen. Du bist ein guter Springer. Also, streng dich an und wir sehen uns dann oben wieder. Okay. So ist es, viel Glück! Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Enrichment Center. Aufgrund von Umständen potenziell apokalyptischer Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle erleben wir derzeit technische Schwierigkeiten. Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden. Diese aufgezeichneten Nachrichten geben Ihnen Anweisungen und Motivation. So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen. Das Portal wird sich öffnen und die Notfalltests beginnen in 3, 2, 1. Machst du auch noch Sound? Würfel- und tastenbasierte Tests liefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse. Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge. Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert. Yo, what the fuck? Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgang. Dieser Aperture Science Emanzipationsskill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit ihm in Berührung kommt. Ja, ich hab das gerade beim Radio gesehen. Ah, so, jetzt. Jetzt kann ich mich konzentrieren. Jetzt ist das Intro durch und wir können endlich anfangen. Wenn Sie spüren, dass Flüssigkeit Ihren Hals entbrennt, legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Schläfen aus. Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material-Emanzipationsgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat. Ah, yes. Okay, dann werden wir taub. Das wäre dann weniger gut. Aber nun ja. Dann werden wir dann halt eben taub, ne? War gut. Ich würde sagen, wir fahren mal fort. Gut. Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaufsichtigt. Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hyperschlafzentrum zurückkehren, schreiben Sie sich Ihre Ergebnisse auf. Ein Turret. Mitarbeiter von Aperture Science wird Sie nach Wiederaufbau einfach der Zivilisation für ein Interview wiederbeleben. Für den Fall, dass die Erde gerade von einem barbaren König, einer empfindsamen Wolke oder sonstigen vernunftswidrigen oder unfähigen Instanzen regiert wird. Na bitte, geschafft! Hallo. Auf dem Podest da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Oh, shit. Hallo. Hi. Ja, ich sehe sie. Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch nicht mehr. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch lebst und warte weiter vorne auf dich. Ich glaube, es ist... Ja, das ist GLaDOS. Eine Stunde, dann komme ich zurück. Und
das, weil ich nicht wer das ist. Companion Cube. Okay, die ersticken alle. Dann sind das wir. Genau, das sind wir. Klar, das mit dem Kuchen. Und die unbekannte Person. Und da ist Klaus, die uns mit dem Kuchen anlockt. Und dann, wer das ist, weiß ich nicht. Das ist die Vatalkanone. Und das ist GLaDOS. Das. Das sind wir. Machen wir mal an, wir müssen hier durch. Wie zum. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie ich hier stehen konnte, aber. Nun gut, wir nehmen es an, ne? Ich meine, es ist vom Spiel so gewollt. Oh, aber wie geil das ist. Oh, hier ist ein Drucker. Ist noch ein Drucker. Ne? Ja. Oh, Portal ist so ein cooles Spiel. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Wesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Gut. Yo. Wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay, ja, safe. Ja. Aperture. Eigentlich geht's nicht gerade gut, ne? Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Okay, jetzt hört ihr wieder was. Ich weiß, ihr habt gerade kurz nichts gehört, aber das liegt am Copyright. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Mach ich, keine Sorge. Sieh mal, Wasser. Unreason. Ihre mathematischen Formeln. Ein Katzencube, eine Katze. Was das darstellen soll, weiß ich nicht. Eine weitere Katze. Noch mehr Katzen und Katzencube. Okay, kann ich nicht erklären, um was es hier geht. Okay. Augenkrebs. Ah. Hopp, 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 hopp. Hi. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist. Ja, safe. Wo ist der Button? Ah, da. Okay, ja, die ersten Tests sind wirklich noch einfach. Da kann man wirklich noch einfach reden. Na gut, dann wieso ging Rindy? Wieso hat es einen Langcut gegeben? Und wieso habe ich die Aufnahme nicht beendet? Nun ja. Einfach so. Weil. Ja. Das ging einfach schneller. Ne? Sehr gut.
Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Okay, cool. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Ja, Gott hilf uns. Hui. Genau, du bist jetzt da. Wir schießen ein Portal da. Und du kommst mit uns. Perfekt. Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Genau. Also verkackt nicht die Tests in der Schule. Sorry an alle, die das ernst genommen haben. Ja, wird schon gut. Genau. So, jetzt einfach Kamera. Und jetzt zu. Und jetzt einfach schön da rein. Och. Sie können stolz sein, so weit das klingt sehr falsch. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Mache ich. Die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Hey, Kuckuck! Oh, ich hi! Bin hier oben. Super! Du hast die Portalkanone gefunden! Und ja. Was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Ja. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay, also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Auch ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ah. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Jetzt nicht mehr. Okay, dreh dich wieder um. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Bruder, wer kannst jetzt du? Kann ich dich schieben? Ich kann den Typen schieben. Nein. Auf, nimm mich mit. Ach, jetzt hab ich's verkackt. Ich wollte ihn hier runterschmeißen. Die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Okay, gut, dann gehe ich halt weiter. So, ich glaube, so langsam sind wir raus aus den Dialogen. Also. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Okay. Ganz ehrlich, ich will, nee, das nicht, ich will, tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kann sie's aus. Los, okay, weiter. Gut. Ja, dann weiter geht's. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch.
Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und es ist so gut wie alles. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Nee. Und hier ist die Umgang? Nee, okay. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ich liebe den Humor von Porky. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das oben nicht. Es werde Licht. So sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Schön. Oh, sieh, es dreht sich. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Weekly. Es bewegt sich nach oben. Okay. Weekly. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsam. Nein, wird noch Weekly. Schneller. Weekly. Bro, Weekly. Power up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig sein. Wir können sie noch aufhalten. Oh. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Weekly. Mal sehen. Weedley, Bro, da ist etwas. Nein, warte, habe ich weh schon? Da passiert was. Weedley. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Ich habe nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Nee, Weedley, war nicht ich. Die Gun, nein, die Portal Gun, nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Ladus. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. GLaDOS. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. GLaDOS! Nein, was machst du? Das fühlt sich weniger gut an. Wozu? Wo sind wir? Wie tief Da wären wir, die Brennkammer. Wie haben wir das überlebt? Stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Nein, Rücken dürfen wir nicht. Das Portalgerät sollte hier irgendwo sein. Kann ich dich? Finde es und wir können beginnen, wie früher. Nein! Oh. Ja, ich hab noch ein Teil. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, oh ja, das ist schön. Deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen.
Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Okay. Wichtig ist, dass du zurück bist, bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen bis an dein Lebensende. Ich spoilere nicht, aber ich könnte wartet Teil 5 ab. Vielleicht. Wartet Teil 5 ab. Mehr sage ich euch nicht. Aber das wird erst so in 2-3 Parts kommen. Aber ja, in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Capitando.